So, hallo. Heute komme ich mal mit einem anderen Video. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Patricia Dender und ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Umsetzung der energetischen Lehren in unser tägliches Leben, damit es wirklich so funktioniert, wie es in der Theorie gemeint ist. Dazu gehört natürlich, dass ich zuerst die Theorie verstehe, denn mein Verstand wird nichts umsetzen für mich, wird mir nicht erlauben, dran zu bleiben, wenn es irgendwelche Vorgaben sind, die ich nicht wirklich, wirklich verstehe und weiß, dass es genauso funktioniert und dass ich es genauso tun muss, damit ich hinterher zu meinen Ergebnissen komme. Ich werde dir heute ein Buch von Neville Goddard näher bringen, wo genau diese Grundlagen der Energie, der Manifestation so unglaublich gut erklärt werden, dass dein Verstand sie auch aufnehmen kann und sie als wahr empfinden kann. Denn nur was du als wahr findest und empfindest, kann sich für dich in deinem Leben zeigen. Hier geht es um das Buch Feeling is the Secret. Dieses Buch ist concerned with the art of realizing your desires. Also es beschäftigt sich mit der Kunst, deine Wünsche zu verwirklichen. It gives you an account of the mechanisms used in the production of the visible world. Es zeigt dir also die Mechanismen, die du benutzen musst, um deine Wünsche in die sichtbare Welt zu bringen. It's a small book, but not slight. Also es ist ein kleines Buch, aber nicht oberflächlich. There's a treasure in it, a clearly defined road to the realization of your dreams. Und zwar der Schatz in diesem Buch ist eine klar aufgeschlüsselte Straße, definierte Straße, um deine Träume zu realisieren. Und das erste Kapitel ist Law and its Operation. Und das ist genau das, was für mich so wichtig ist, was ich auch in meinen Coachings weitergebe. Was ist das Gesetz? Was ist die Basis? Was ist die Funktionsweise? Was ist das Prinzip? Und wie funktioniert es? The world and all within it is man's conditioned consciousness objectified. Ja, und das ist einfach die Basis, das musst du wissen. Die ganze Welt und alles, was in dieser Welt drin ist, also sprich, alle Erlebnisse, alle Menschen, alle Situationen, alle Geschichten, all das ist das von Menschen Consciousness, das Bewusstsein, ja, und da ist es auch nochmal wichtig, das Menschenbewusstsein als Objekt, als Gut, als Form, als etwas. Also es ist tatsächlich nichts anderes als das, was du tatsächlich in dir glaubst, outgepusht. Consciousness is the cause as well as the substance of the entire world. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Bewusstsein, also verstehst du Bewusstsein? Viele wissen nicht, was Bewusstsein ist. Bewusstsein heißt Wahrnehmung dessen, was du dir bewusst bist, das, was für dich wahr, wahrhaftig ist und was stimmt. Das ist genau die Substanz, also die Masse, der Inhalt der gesamten Welt. Und es ist dieser erste Satz und deswegen nehme ich es auf Englisch und sage es dir auf Deutsch, weil normalerweise, wenn man Bücher liest, dann lässt man sich das nicht so auf der Zunge zu vergehen. Man verinnerlicht das nicht. Aber das ist genauso wichtig bei diesem
wissen, dass es nicht oberflächlich bleibt, sondern dass es einfach macht, fuck, scheiße, genau, so ist es. Und wenn du jetzt deine Augen schließt, dann wirst du das spüren können, dass da nichts anderes ist als du, als dein Bewusstsein, als deine Wahrhaftigkeit, als das, was du wahrnimmst. Da draußen ist nichts mit eigenem Antrieb, mit eigener Ursache. Es ist alles in dir drin. Die ganze Welt ist in dir drin. Weil wenn du die Augen schließt, ist die ganze Welt immer noch da. Aber sie ist genauso da, wie du sie siehst. Die ganze Welt ist in dir drin. Weil wenn du nicht mehr da bist, dann ist deine Welt nicht mehr da. Die Welt ist nicht mehr da. Du bist wirklich der Schöpfer der ganzen Welt. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. So, it is to consciousness that we must turn if we would discover the secret of creation. Also es ist das Bewusstsein, also das, was dir bewusst ist, was dir klar ist, was du wahrnimmst, was für dich ist, wie es ist. Es ist für dich, wie es ist. Und wenn es scheinbar für jemand anderen so ist, wie es ist, dann ist es trotzdem für dich, wie es ist. Also woher du die Informationen ziehst für deine Wahrheit, das ist unerheblich. Nur das, was du dann auswählst, was du annimmst in dein Bewusstsein, in deine Wahrheit, das ist wahr. Und das ist so, so wichtig, dass du diese Kraft und diese Power in dir spürst. Weil wenn irgendjemand sagt, zum Beispiel, bei Vollmond schläft Mensch schlecht, dann musst du das nicht glauben. Und auch wenn du ein paar Mal schon festgestellt hast, dass du bei Vollmond schlecht geschlafen hast, muss es nicht heißen, dass Mann und dass alle und insbesondere auch du bei Vollmond schlecht schläfst. Diese Regel musst du nicht aufnehmen. Du musst keine Verbindung setzen in deinem Bewusstsein. Du musst es dann nicht so reinlassen, diese Regel. Das muss dir nicht bewusst sein. Du musst nicht annehmen und für wahrnehmen, dass das so ist. Du kannst sagen, okay, es gibt Momente, da schlafe ich schlecht. Manchmal ist es Vollmond und manchmal auch nicht. Ich mache keine Korrelation. Es ist nicht in meinem Bewusstsein, dass hier Zusammenhänge da sind. Ich muss das nicht so glauben. Auch wenn ich es mal erfahren habe, auch in Zukunft muss das nicht so sein. Knowledge of the law of consciousness and the method of operating this law will enable you to accomplish all your desires in life. Also dieses Wissen, wie dieses Gesetz des Bewusstseins, wie dein Bewusstsein funktioniert, wie das Prinzip des Bewusstseins im Innen als Generator, als Kreator funktioniert und wie diese ganze Methode funktioniert, wird dich dazu in die Lage bringen, dass du alles in deinem Leben erschaffen kannst, was du dir wünschst. Armed with a working knowledge of this law, you can build and maintain an ideal world. So, wenn du das verstanden hast, dann kannst du eben eine ideale Welt kreieren. Du kannst es ganz alleine, und das sage ich schon immer, wir müssen nicht eine Armee aufstellen, sondern wir müssen dieses Bewusstsein generieren und dann in diesem Bewusstsein über diesen Planeten laufen. Consciousness is the one and only reality, not figuratively, but actually. Also in Wirklichkeit, es ist nicht nur so beispielhaft,
sondern es ist wirklich, 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 wirklich das Bewusstsein, dass das Einzige, das ist die einzige Realität. Alles, was dir bewusst ist, ist real. Aber außerhalb von dieser dir bewussten Realität gibt es nichts. Da ist nichts Geheimes, da ist nichts Verstecktes. Bevor du nicht dort bist mit in deinem Bewusstsein, wird diese Sache nicht real sein. Sie ist nicht aktiviert, sie ist nicht da. Und deswegen ist es so, so wichtig, wo du hinwandelst mit deinem Bewusstsein, mit deiner Vorstellung, mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Annahme. Und wir kommen langsam vorwärts, weil ich so viel erklären muss dazu. Aber stell dir vor, was passiert mit deinem Bewusstsein? Wo wird es hingelenkt durch die Informationen, die du konsumierst? Und da musst du eben so klar sein, wie beim Essen, dass du nur das konsumierst, dass du nur das in dein Bewusstsein tatsächlich lässt, was du möchtest, was sich dort ausbreitet, was dort seine Heimat findet, was dort seinen Hafen findet. Und all diese Vorstellungen und Bilder und Zusammenhänge, die du dir gemacht hast, die dir Angst machen, die dich unsicher machen, in ein Bewusstsein führen, wo du nicht sein möchtest, die musst du rigoros außen vor lassen und sie nicht in dein Leben, in deine Welt und in dein Bewusstsein einziehen lassen. Das ist so, so wichtig. This reality may for the sake of clarity be likened unto a stream which is divided into two parts. Genau, und jetzt erklär dir, damit du das besser verstehen kannst in deinem Kopf, the conscious and the subconscious. Auch hier ist es so wichtig, dass diese Klarheit da ist. It is necessary to understand the relationship between the conscious and the subconscious. Ja, was ist das Überbewusstsein, das bewusste Bewusstsein sozusagen, und was ist das Unterbewusste, das nicht bewusste? The conscious is personal and selective. The subconscious is impersonal and non-selective. Was heißt das? Das Bewusste betrifft dich persönlich und du hast es schon ausgewählt. Ja? Du hast gewählt, was du möchtest. Es betrifft dich persönlich, es betrifft deine Werte. Das ist dir bewusst. Da hast du gesagt, das will ich und das will ich nicht. Das entspricht mir und das entspricht mir nicht. Da bist du dir bewusst, dass du diese Wahl getroffen hast. Und das Subconscious, also das Unbewusste, das Unterbewusste, ist nicht personal. Es ist also nicht, bezieht sich nicht auf dich persönlich. Es ist allgemein. Es ist noch nicht ausgewählt. Es ist das Feld. Es ist das, was da rumschwirrt und was mit dir resoniert, wo du aber nicht bewusst bist, dass du diese Resonanz aufgebaut hast. The conscious is the realm of effect. Das ist also der Bereich, das ist der Raum, wo du die Wirkung siehst. Ja, das ist das Bewusstsein. Du siehst genau diese Wirkung, du siehst genau, was passiert. Du hast eine Logik hier drin. Und the subconscious is the realm of the cause. Das ist das, wo alles entsteht. Dieses Unterbewusstsein ist die Ursache, das ist das Energetische, was einfach wirkt. Aber du weißt es nicht ganz genau. Du weißt nicht, wie es wirkt und wo es wirkt und dass es wirkt und woher es kommt. Und these two aspects are the male and the female divisions of consciousness. The conscious is male. And the subconscious is
female. Und jetzt merkst du, was das plötzlich bedeutet und dass es Sinn macht, dass das Bewusste männlich ist. Das Bewusste ist persönlich. Das Bewusste ist der Effekt. Das ist das, was da schon da ist. Es ist das Außen, was du im Außen siehst. Es ist das wahrnehmbare, persönliche. Und das ist eine männliche Energie. Das ist die Energie, die einfach sagt, und so ist es. Es ist das Geborene sozusagen schon. Und das Unterbewusste ist das Weibliche. Und es hat nur damit zu tun, dass es dort entsteht und dass wir in unserem Kopf uns das gut vorstellen können, weil wir ja auch wissen, dass ein Baby in der Frau entsteht. Und jetzt verstehst du, dass es eigentlich nichts mit Geschlecht zu tun hat, dieses Bild von männlich und weiblich, sondern dass es einzig und allein damit zu tun hat, was dein Verstand fressen kann und dein Verstand verstehen kann. Und dein Verstand, der so konditioniert ist, kann verstehen, dass das Schöpferische, dass das Kreative, dass das, was entsteht, dass das, wo der Samen entspringt, dass das, wo der Samen wächst, dass das weiblich ist und dass das im Außen, wo dann der Samen als Effekt schon da ist, dass das das Männliche ist. The conscious generates ideas and impresses these ideas on the subconscious. The subconscious receives ideas and gives form and expression to them. Das heißt, das Bewusste, was schon mal da war, was im Außen ja schon mal aus einer Frucht entstanden ist, aus einem Samen entstanden ist, das inspiriert, das generiert Ideen, Vorstellungen und neue Wahrnehmungen. Und die werden wiederum ins Unterbewusstsein eingepflanzt. Und das Unterbewusstsein empfängt diese Ideen und gibt ihnen wiederum Form und Expression. Und jetzt ist es dir ganz, ganz klar, warum du so wählerisch sein musst mit dem, was du in dein Unterbewusstsein reinsetzt, reinpflanzt, damit, weil es dort auf einen fruchtbaren, auf den kreativen Boden fällt und sich dann wieder ausdrückt. Ja? Also es kommt rein, es geht durch dich durch, es findet seinen Platz in dir, es wird zu dir, es wird Teil von dir und zeigt sich im Außen wieder. Und jetzt bist du der Chef, da ist deine Power, da ist deine Macht, dass du schaust, was in dich reinkommt und seinen Platz in dir findet, so dass es aus dir heraus wieder entstehen kann. By this law, first conceiving an idea and then impressing the idea conceived on the subconscious, all things evolve out of consciousness. And without this sequence, there is not anything made that is made. So, und wenn du jetzt selber erkennst, dass dieses Empfangen, die Idee empfangen und dann diese Idee in den Gebärraum, in den Raum der Kreation einzulassen und dort zu nähren, sodass es dann wieder ins neue Bewusstsein kommen kann, dann kannst du dir deine Verantwortung, deine Aufgabe als reinigende Kraft, als Katalysator dieses Prozesses annehmen. Dann verstehst du das, dann verstehst du deine Rolle hier auf Erden. Das ist nichts fancy, 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 sondern es geht darum, dass du dir bewusst bist, dass dieses Bewusstsein so funktioniert aus dir, mit dir und was deine Rolle ist, um das jetzt quasi zu bereinigen, was andere, weil sie das
bewusst nicht wussten. Ja, Bewusstsein heißt, ich weiß es, weil unsere vorherigen Generationen oder unsere Mitmenschen das nicht wussten, haben sie einfach unbewusst, nicht wissend, einfach alles wieder reproduziert und regeneriert. Und wir wollen es nicht mehr. Und wenn wir etwas anderes wollen, müssen wir diesen Filter aufmachen, diesen Reinigungsprozess machen und in unser Bewusstsein eben genau nur diese Sachen reinlassen, die dementsprechend, was wir wirklich wollen. Und das ist dein Job. Dazu musst du nicht erleuchtet sein, dazu musst du nicht irgendetwas sein, sondern du hast schon alles, du bist schon ausgerüstet. Du brauchst nur das Wissen, was du konsequent umsetzen musst, damit sich dieser Prozess verändert. Ja, das ist wie wenn du schmutziges Wasser reinlässt, lässt es durchlaufen und das gleiche schmutzige Wasser geht wieder rein. Aber wenn du dich entscheidest, diesen Reinigungsprozess zu machen, weil du bewusst Schmutziges siehst, nicht Erwünschtes siehst, dass du einfach ausliest und sagst, okay, das, was nicht gewollt ist, das verhungert und in meinen Schoß, in meine Gebärmutter, egal ob Mann oder Frau, in meinen Gebärkreationsprozess, in mein Unterbewusstsein, kommt nur das, was ich will. Und mir ist auch wichtig, dass du durch meine Erklärungen jetzt hier verstehst, was all diese mystischen und spirituellen Gebärprozess-Sachen dir sagen wollen. Dass es eben genau ein Prinzip ist, das nichts mit der Frau zu tun hat, nichts mit dem Mann zu tun hat, es hat mit dem Menschen zu tun. Und all diese Mystiken und all diese weiter überlieferten Dinge, die haben überall diese Aussage drin. Nur können wir sie oftmals nicht verstehen. Und laufen dann wieder in Richtungen, in die es eigentlich nicht gedacht war. The subconscious does not originate ideas, but accepts as true those which the conscious mind feels to be true in a way known only to itself, objectifies the accepted ideas. Das ist auch so wichtig. Dieses Unterbewusstsein, dieser Generator, der hat selber eben überhaupt keine Ideen. Ja? Das ist einfach eine Maschine, die einfach das akzeptiert, was du reinfütterst. Das wird, wenn du das als wahr findest, wenn du bewusst sagst, das stimmt, dann sagt diese Generatorenmaschine, dein Unterbewusstsein, okay, dann glaube ich dir das und dann reproduziere ich das. Also wenn du für wahr hältst, für wahr glaubst, dass XY dich nicht möchte oder dass du nicht geliebt bist oder dass du arm bist oder dass du zu wenig Geld hast und wenn du das deinem Unterbewusstsein einpflanzt als wahrhaftig, dann bist du eben die, bei der das so ist. Dein Unterbewusstsein macht einfach bam, bam, bam. Okay, ich zeige dir jetzt Szenen, ich zeige dir Situationen, ich gebe dir Gedanken, ich zeige dir im Außen immer wieder, was du mich hier als wahr fütterst. Und es ist so essentiell, das zu verstehen, wenn du dich irgendwo körperlich auch heilen möchtest. Wenn du dich körperlich heilen möchtest, dann ist es doch sonnenklar, dass du es nicht erlauben darfst, dass sich in dein produktives Zentrum, in dein Unterbewusstsein all diese Wahrheiten, all diese ängstlichen Gefühle, all diese Gefahren als wahr hineinpflanzen dürfen. Du musst einen Weg finden,
dass du diese Wahrheit aus deinem dich zerstörende, dich krank machende Wahrheit, die du lange geglaubt hast, vielleicht über Generationen hinweg, wo unsere Gesellschaft immer noch glaubt, dass du das da rausreißt und nichts von dem weiter kreierst, gebärst und generierst, sondern nur noch diese wahrhaftige Gesundheit, dieses wahrhaftige Glück, was ja auch zur Verfügung steht, was ja eigentlich die Wahrheit ist von unserem Seinszustand. Das sage ich ja immer in unseren anderen Videos. In Wahrheit sind wir Divine Design und genau dementsprechend müssen wir diese Gedanken und Vorstellungen in dieses Unterbewusstsein einpflanzen, dass sie dort wachsen und weiter generieren können. Und das ist so, so wichtig. Damit kontrollierst du das. Und natürlich ist es nicht einfach. Und deswegen mache ich ja auch meine Mentorship, meine Coachings, weil unser Verstand das neue Wissen noch nicht einfach so umsetzen kann, weil er es noch nicht versteht, weil er immer geglaubt hat, er ist irgendwo beeinflusst von außen. Und dabei ist es aber etwas, was im Innen entstanden ist. Und diese Verwandlung, diese Transformation aus diesem Menschen, dem das Leben geschieht, hin in einen Menschen, der das Leben generiert, das beginnt in deinem Kopf, in deinem Verstand, in deinem Wissen, in deiner Logik, aber nicht in deiner Analytik. Therefore, through this power to imagine and feel this freedom, to choose the idea he will entertain. Man has control over creation. Also weil du diese Kraft deiner Vorstellung hast und deiner Gefühle, der Auswahl, der Entscheidung, weil du frei bist in der Wahl, weil du eine freie Wahl hast, was du letztendlich säst, was du letztendlich gebärst, damit hast du die Kraft und die Kontrolle über die Schöpfung. Control of the subconscious is accomplished through control of your ideas and feelings. Und das ist das, was du letztendlich tun musst. Deine Vorstellung, dein Glaube, deine Annahme, deine Überzeugungen, deine Rückschlüsse, deine Zusammenhänge so zu gestalten, auszuwählen und darauf zu bestehen, auf deine eigene Wahrheit, so dass diese Gefühle in deinem Unterbewusstsein ihren Hafen, ihr Zuhause finden und dann sich im Außen zeigen. The mechanism of creation is hidden in the very depth of the subconscious, the female aspect or womb of creation. Und da ist nichts de facto drin, ja. Da ist kein Myom in der Gebärmutter der Frau, da ist nichts Schlechtes wirklich drin, da wuchert nichts, sondern da setzt sich einfach das fest, was du da reintust. Und es ist kein Hokuspokus, sondern es ist einfach nur die Ausgestaltung der Effekt, Dematerialisierung von den Dingen, die du wahrnimmst und die du gebärst, die du wahrnimmst. Und es gibt, ich weiß, ich habe es alles studiert, es gibt so viele Lehren, Dr. John Sarno und Rüdiger Dahlke und all diese Bücher, die die Ursachen oder die seelischen Ursachen von Krankheiten versuchen untersuchen und du suchst immer wieder nach deinen seelischen Ursachen von deinen Krankheiten und du weißt nicht, was du suchen musst, ja, du weißt es nicht und diese Erklärung bringt dir einfach, du musst suchen, wo du Ideen, Vorstellungen, Ängste in dich hineingesetzt hast,
Vorstellung von Ablehnung, von nicht gut genug, alles Mögliche. Es ist so viel, was wir uns vorstellen können. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir erlaubst, mit jemandem genau dieses Unterbewusste, dir nicht bewusste Prozedere auf den Tisch zu legen, damit du siehst, was da reingefüttert wurde, ohne dass es dir bewusst war. Weil in der Zeit, wo dein Unterbewusstsein gefüttert wurde mit all diesen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Wahrnehmungen und Ideen von dem, wer du bist und wer das Leben ist, da warst du nicht beteiligt, da hattest du noch keinen Filter, da warst du filterlos, da ist es einfach alles von allen Seiten in dich reingeschüttet worden. Aber jetzt bist du erwachsen, jetzt bist du da, jetzt bist du dir bewusst, jetzt kannst du lernen, jetzt kannst du das erkennen, jetzt kannst du die richtigen Rückschlüsse ziehen, jetzt kannst du die Annahmen ziehen, jetzt kannst du alles verändern und transformieren. Und das ist so, so wichtig, dass du das erkennst, dass es einfach zu deiner Lebensreise gehört, dass du quasi verschmutzt wurdest und dich dann reinigst und in dieses reine Bewusstsein, dieses klare Bewusstsein kommst, und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Erlaubnisgeber, ohne irgendeine Begründung außer der: Dazu bin ich hier, das ist meine Reise, das ist die Reise meines Lebens, das ist meine Divine Design Reise. Ich könnte 100 Stunden drüber reden, schau mal, und wir sind hier nur quasi auf der zweiten Seite des Buches von Neville Goddard, und da steht so viel drin, und das muss dir klar werden, das musst du wissen. The mechanism of creation is hidden in the very depths of the consciousness. Genau, da waren wir schon. The subconscious transcends reason and is independent of induction. Und das ist eben das. The reason, das heißt genau diese Zusammenhänge, dem Unterbewusstsein ist es völlig egal. Dem Unterbewusstsein ist es völlig egal, ob es jetzt hier einen vernünftigen Grund gibt oder irgendetwas Logisches. Das ist diesem Unterbewusstsein sowas von egal. Und deswegen muss es dir auch egal sein. Deswegen musst du ohne irgendwelche vernünftigen Gründe oder Analysen oder Zusammenhänge diese Entscheidungen treffen von den Dingen, die du in dein Bewusstsein lässt, sodass es in dein Unterbewusstsein eindringt und dort geboren wird. It contemplates a feeling as a fact. Ja? Das ist eben das. Jedes Gefühl, das du hast, ist für das Unterbewusstsein ein Fact. Es ist so. Ich habe ein scheiß Gefühl. Ich werde nicht geliebt. Ich fühle, dass mein Leben einsam ist. Sagst du Unterbewusstsein, yeah, Fact. Klar, du bist nicht geliebt, du bist einsam, es ist einfach nicht gut, du musst irgendwas anderes machen. Fürs Unterbewusstsein ist es einfach ein Fact. Also, und dieser Fakt, der ist dann eben da drin und er wird ausgedrückt. Express, es ist der Ausdruck von dir, es ist das, was du an Eindruck hinterlässt. Dein Ausdruck ist dein Eindruck. Und the creative process begins with an idea and is its cycle runs its course as a feeling and ends in a volition to act. Also dieser kreative Prozess fängt einfach mit dieser Idee und der Vorstellung an. Dann geht es diesen ganzen Kreislauf durch. Dann gibt es Gefühle, die einfach sagen, ja, so ist es. Und nachher wird sich das Ganze ausdrücken. Und das ist so, so wichtig. Ideas are impressed on the subconscious through
the medium of feeling. Und deswegen ist der Schlüssel in deinem Gefühl. Du musst wissen, wo deine Gefühle herkommen, was der Ursprung deiner Gefühle ist. Und der Ursprung deiner Gefühle sind Überzeugungen, Gedanken und Annahmen, die du eingesammelt hast, irgendwann mal, meistens eben dann, als du klein warst, als du das nicht reflektieren konntest, als du einfach übernommen hast. Und deswegen musst du heute neu selektieren, neu auswählen, neu entscheiden, so dass sich Neues im Außen zeigen kann. So, meine Lieben, das war ein Anfang von einer neuen Reihe von Videos, die es dir klar machen sollen, wie unsere Schöpfung funktioniert, wie es funktioniert, warum die Dinge da draußen so sind und was du dagegen tun kannst und wie du dann gleichzeitig dein Leben freudig, frei, fröhlich und vor allem gesund kreieren kannst. Es ist in deiner Macht, es liegt in deiner Hand und du kannst alles haben, was du dir wünschst. Nur musst du dieses Gesetz, diese Prinzipien, musst du verstehen und umsetzen und nur mal sagen, ja, dann ist es halt so, dann ist das Leben halt so gedacht, ich mache jetzt meine Divine Design Reise, ich erkenne mich klar als Schöpfer an und zwar aus den höchsten Wünschen, aus der tollsten Idee, aus der Fülle, aus all dem, was da ist und es ist alles da in unendlicher Kraft, in unendlichem Bewusstsein und ich weiß, welche Rolle ich hier als Mensch spiele. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und hinterlass mir Kommentare, teil dieses Video, gib mir Likes, dieses Wissen ist so, so essentiell und es muss in aller Menschen Köpfe. Und wir können nicht genug darüber sprechen, wir können es nicht auf genügend unterschiedliche Arten erklären, bis es jeder hören kann. Und dann wird unsere Welt, unser gesamtes Kollektiv zu diesem erwünschten Paradies. So, nur so kann es funktionieren. Alle anderen Herangehensweisen funktionieren nicht. Weil, geht zurück zum Anfang des Videos. Happy Day und bis bald.